Liebe Leute, ich will heute überhaupt gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn wir haben heute viel zu tun und ich will gar nicht allzu lange warten damit, denn wir haben wirklich eine coole Nummer vor uns. Die Saga des goldenen Ponchos, das wurde ja schon ein paar Mal angekündigt, dann habe ich doch immer wieder weitergeschrieben und wie ihr seht, hier sind meine tollen Papiere. 8 Seiten an der Zahl, ja, an Notizen für den Spielleiter. Wir spielen ein Pen and Paper, aber mit Divinity, mit der neuen Divinity Engine, Divinity Original Sin 2, ja. Toll, jetzt will ich Lebkuchen. Echt mal, Rummel, ich bin nur wegen Lars und den Ponchos hier. Ja, die Ponchos kommen jetzt sofort. Genau, deshalb werde ich jetzt auch nochmal genau die Mitspieler, denn wir haben ja 4 Mitspieler aus der Community, wieder anmachen. Und zwar jetzt, Achtung, jetzt seid ihr gleich on, und zwar jetzt. Hallo, ich stelle euch mal gerade ganz kurz vor. Ich meine, die meisten aus der Community kennen euch sowieso, aber vielleicht ist ja doch der ein oder andere dabei, der nicht weiß, wer ihr seid. Wir haben einmal Talida, die ist nämlich eigentlich Moderatorin hier auch auf dem Channel und die dürfte sowieso jeder mal kennengelernt haben. Wahrscheinlich super wütend, wie sie in die Tastatur hackt. Ey, hör auf zu spammen! Exakt so mache ich das. Genau. Nee, das ist eigentlich eher Murphy. Talida ist die Nette von den Moderatoren. Das glaubt auch nur der. Genau. Die spielt mit. Was wirst du spielen? Achso, wir haben ja gesagt, alles menschliche Charaktere, aber du wirst auf jeden Fall ein Mädel oder eine Frau spielen, ne? Ja, genau. Hast du dir schon eine Hintergrundgeschichte ausgedacht zu deinem Charakter? Nee, ich weiß ja nicht, wo wir reingeworfen werden gleich. Gut, das werde ich auch gleich vorlesen, dann könnt ihr danach dann die Hintergrundgeschichten euch ausdenken. Kurz noch, Talida, du studierst gerade, ne? Ja, genau. Du studierst irgendwas mit Medien. Exakt. Irgendwas also mit Medien. Kultur, Theater, Medien, sowas, ja. Genau. Gut, dann haben wir hier im Discord neben auf meiner linken Seite, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber auf der linken Seite ist angeordnet der Blutwursch, beziehungsweise Chris. Wie soll ich eigentlich nennen? Blutwursch oder Chris? Ja, das ist mir total egal. So, Chris oder Bloti spreche ich auch drauf an. Bloti! Ja! Was für ein epischer Fantasy-Name. Bloti! Ja, genau. Nee, ist gut. Chris arbeitet als Sanitäter, ne? Ist ein bisschen zwischen unterwegs. Du bist auch schon lange hier mit dabei, ne? Genauso wie Talida. Ja, ich denke, ja. Also wo es noch keine Streams von dir da gab, so war ich so seit 2012 ungefähr. 2012. Man sagt ja, wenn man 7 Jahre lang Freunde ist, ja, dann, also wenn man diese 7 Jahre übersteht, dann hält das für ein ganzes Leben. Das sagt man. Kanntet ihr das schon? Ja. Ja, dann sind ja erst 5 Jahre, ne? Genau, ja, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, dann neben Blutwursch sitzt Jesse, auch ein sehr aktives Mitglied aus der Community, auch gerade am Studieren, auch was mit Medien. Wir haben also zwei, ich will jetzt nicht Medienschlampen sagen, aber wir haben... Was? Wir haben zwei Medien... Ich bin ja auch eine Medienschlampe, so ist es ja nicht, ne? haben wir am Start. Du studierst und wirst auch den weiblichen Part übernehmen. Wir haben 2 Frauen, ja. 2 Männer. Das finde ich auch sehr schön in dieser Gruppe. Natürlich nur einen männlichen, aber ziemlich gut aussehenden Spielleiter. Aber... genau. Und neben Jesse sitzt dann noch Pavel, der auch schon sehr lange dabei ist, der mit mir auch schon mal... Was haben wir schon zusammengespielt? Wir haben LOL und Paragon, glaube ich, zusammengespielt, ne? Und, Gott, wie hieß das andere noch? Battle Ride. Battle Ride auch noch. Battle Ride, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her. Ich glaube, genau. Das ist nicht mal ganz so lange her wie Paragon. Das stimmt. Aber ich glaube, das Spiel ist mir an sich eher in Vergessenheit geblieben oder geraten bei mir als Paragon. Paragon ist irgendwie noch präsenter in meinem Schädel. Wie auch immer, wer von euch hat denn jetzt nochmal, das habe ich euch schon mal gefragt, aber jetzt nochmal für die Community, wer von euch hat Pen and Paper Erfahrung und wer ist da komplett neu? Komplett neu. Ich bin komplett neu.
Ich habe quasi nur Zuguckerfahrung. Gespielt habe ich es noch nie. Man hat, wie kann man denn beim Pen and Paper zugucken? Du sitzt neben einer Gruppe, die Pen and Paper spielt, oder wie? Ich habe den Rocket Beans zugeschaut, und zwar alle, den Pen and Paper Abenteuer. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Verstehe ich. Bloodwurst? Ja, also ich habe vor Jahren, also vor gefühlt 20 Jahren, habe ich mal Pen and Paper gemacht. Zwischendurch mal Live-Rollenspiel, ja, auch unter LARP, Kant. Aber das mache ich schon lange nicht mehr und... Was warst du denn bei LARP? Ich habe einen Ork gespielt meistens, oder... Geil! Wäre, glaube ich, auch so meine Kragenweite gewesen. Später habe ich mich halt so mehr so in das Mantel- und Degen-LARP hineinbegeben und da habe ich einen Schiffsarzt gespielt. Ach, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. War sehr interessant. Talida? Ja, ich habe mittlerweile ein bisschen Erfahrung. Also teilweise Runden gespielt, die, ich weiß nicht, 8 oder 10 Stunden am Stück gingen, bis 4 Uhr morgens. Okay, also dann haben wir sozusagen euch beide als die Veteranen und ihr müsst so ein bisschen die Rookies an die Hand nehmen. Veteranen würde ich das jetzt nicht sagen. Naja, im Vergleich seid ihr Veteranen. Okay. So, seid ihr bereit für ein episches Abenteuer? Wir sind bereit. Ja. Gut. Jawohl. Streich das episch. werde ich jetzt kurz mal das hier laden. Wo ist denn hier mein Fenster jetzt? Erstmal müsst ihr hier hinreisen. Und dann kann ich das Level auch laden. So. Tada. Also, Spiel fängt an. Ich warte jetzt noch mal ganz kurz ab, bis das Level geladen ist und ihr auch alle da seid. Ich werde aber das Spiel noch mal kurz pausieren. So, hier sind unsere 4 Helden. Ihr könnt euch jetzt noch nicht bewegen, denn ich habe noch mal kurz pausiert und lese jetzt den Anfang vor. Ihr seid auf Wanderschaft. Euer Ziel ist ein alljährliches Treffen mit Freunden, eine Zusammenkunft der besonderen Art. Ein Fest, die Freundschaft zu feiern. Es ist eure liebste Zeit im Jahr, könnt ihr doch frei von Sorgen des Alltags zusammen mit euren Kameraden die Vorzüge des gesunden Fußmarsches genießen. Hier seid ihr nun. Talida, Blutwurst, Jesse und Pavel, der seine schwarze Katze Flauschebauch mitgenommen hat. An der frischen Luft und begleitet von gutem Wetter schmeckt euch der Staub der Straße nach Freiheit. Die Zeit verrinnt im Fluge und viel schneller als erwartet seid ihr am Ziel eurer Reise angelangt. Die Stadt Punterstreich liegt vor euch und heißt euch mit farbenfrohen Fahnen und keck in den Himmel ragenden Türmen willkommen. Schnell habt ihr den Festplatz gefunden, der schon letztes Jahr Bühne für das wohl legendärste aller Freundestreffen gewesen ist. Arm wie Kirchenmäuse, aber glücklich wie Könige, trefft ihr 2 Tage vor dem vereinbarten Datum in einer Waldeslichtung ein, die schon für das Treffen vorbereitet wurde. So, jetzt muss ich nur noch einmal ganz kurz in die Monster. Und ihr seht jetzt, ich habe also hier das Menü für den Spieler, für den, jetzt kann ich hier Hautwurst, Haustiere, nicht Haut. Hautwurst ist auch gut. Was? Ich dachte, egal. So, hier ist Flauschebauch. Die kann ich jetzt nämlich hier zum Beispiel verwalten. Ja? Und Flauschebauch nennen. Normalerweise habe ich die alle vorbereitet, aber die dachte ich, hätte ich vorbereitet, aber hab's ja anscheinend. Warte mal. Ja. Da scheint schon wieder irgendwas mit der Cam zu sein. Du verdeckst irgendwas scheinbar. Ja, das stimmt. Das braucht ja auch nicht alles unbedingt zu sehen. Die Cam, also es gibt hier alle möglichen Menüs, ja, die ich auf- und zumachen werde. Die sind aber nicht wichtig für euch. Für euch ist eigentlich nur wichtig, was hier dann passiert. Und jetzt werde ich die globale Pause beenden und ihr seid voll unterwegs. So, ich bin Flauschebauch übrigens. Ich steuere Flauschebauch. Ja, jetzt seid ihr dran. Junge, ey, die letzten Schuhe haben sie mir genommen. Aber endlich sind wir da. Bist du sicher, dass du sie nicht durchgelaufen bist?
Keine Ahnung. Meine Füße tun weh. Meine auch. Ey, geht die Katze an, sie scheint Hunger zu haben. Ja. Ihr habt doch immer Hunger. Das ist furchtbar. Frag mich mal als Metzger, die fängt mir ständig an die Fersen. Wo geht die dann hier lang? Okay, ich verstehe. Genau, es gibt hier so ein paar von der, ihr seht oben rechts so eine kleine Karte, müsstet ihr eigentlich sehen. Und ja. Die könnt ihr benutzen, um zu wissen, wo ihr hinlaufen könnt. Mich zieht hier in die Richtung, aber die Katze beißt mir ständig in die Fersen. Ich glaube, wir dürfen hier nicht lang. Ja, das glaube ich auch. Ihr wollt ja zum Festplatz, zum Freundestreffen. Da seid ihr unterwegs. Freunde und Schmeunde. Es ist wie Klassentreffen und ich habe Klassentreffen immer gehasst. Ich glaube, die Katze riecht was. Wahrscheinlich Schinken. Ja. Oder Wurst. Schmeckt auch Schinken. Wo ist eigentlich unser Proviant hin? Ich dachte, du hättest den mitgenommen. Hast du den nicht eingepackt? Ach, ihr kennt mich doch, ihr dürft mir doch nichts zu essen geben. Ah, seid gegrüßt, wertes Fräulein. Oh, hallo, da seid ihr ja endlich. Das ist ja schön, dass ihr da seid. Talina, ich hab dich schon so lange nicht mehr gesehen. Loti, du bist auch da. Jesse und Pavel, das ist ja toll. Wie geht es dir denn? Wie ist es dir ergangen? Gut, wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Die Stimme ist unverkennbar, das ist doch die Krümel. Genau. Leute, mir ist was passiert, als ich hierher angekommen bin. Also wir sind ja sowieso etwas zu früh, muss man ja sagen. Ne? Aber mir ist was passiert, ich habe meinen Rucksack verloren und da war all mein Essen drin und ich habe solchen Hunger. Ihr müsst mir bitte helfen. Bitte. Ihr seht aus, als würdet ihr kräftig sein, außerdem seid ihr zu viert und nicht wie ich alleine. Und ich kann euch versprechen, nach eurer langen Reise habt ihr bestimmt Hunger. Ich kann euch dann auch was Schönes, Leckeres zu essen machen. Wenn ihr mir helft, meinen Rucksack wieder zu finden. Also kommt man ziemlich schnell auf den Punkt, wa? Klingt zumindest nach einem vernünftigen Angebot. Wenn ihr euch hier ein bisschen umguckt, werdet ihr bestimmt auch die eine oder andere Waffe finden. Alles, was ich sehe, sind Fässer. Genau, jetzt seid ihr dran und könnt euch hier mal ein bisschen umgucken. Flauschebauch bleibt erstmal bei Krümel, die ist da gut aufgehoben. Oh. So, wenn ihr mit irgendjemandem sprecht, dann müsst ihr mir das sagen, ne? Guten Tag. Oh, hallo, hi, wer bist du denn? Talina, das ist ja schön. Ich gebe ihm mal eine andere Stimme. Das ist ja schön, dass ihr da seid. Wollt ihr eine Spazierstockaxt kaufen? Ich bin Händler. Eine was? Eine Spazierstockaxt. Wisst ihr nicht, was das ist? Das ist heute ganz in Mode. In Punterstreich trägt das heute jeder. Oh, das wollte ich schon immer mal haben. Aber ich habe kein Geld, leider. Ja, das ist schlecht. Wenn du beim Händler bist, dann brauchst du Geld. Wenn du mit mir zu tun haben willst, dann brauchst du Geld. Aber hast du vielleicht einen Rucksack gesehen? Wir suchen gerade einen. Also einen bestimmten, nicht einen beliebigen. Ja, Krübel hat mir schon erzählt, dass sie fliehen musste. Hier, ich habe eine Schaufel gefunden. Damit kann man doch bestimmt was machen. Nee. Im Zweifel können wir dem Katka 1 überbraten hier und die Sachen klauen. Ja, das würde ich nicht machen. Vor allem nicht laut sagen, wenn Katka direkt daneben steht. Anfänger. Hey, pst, soll ich? Was machst du denn? Weiß nicht, hat er was zu essen dabei? Ja, keine Ahnung, wir werden es erst dann rausfinden, wenn wir ihn ausgenockt haben. Hör mal, Leute, lasst mal schön den Katka in Ruhe. Der ist mir noch was schuldig. Nur so als Info. Was? Wir machen doch gar nichts. So. Genau, wie sieht's aus? Was habt ihr so, habt ihr schon ein paar Sachen gefunden? Die als Waffen benutzen könnt. Also ich habe ein Eisenstück und eine Schaufel gefunden. Ich genieße noch den nassen Schlamm unter meinen Füßen. Also ich habe Milch. Vielleicht verträgt er Milch nicht, falls uns jemand begegnet und dann haben wir schon mal eine Waffe gegen den. Nee, Milch ist keine legitime Waffe. Muss ich euch leider gestehen.
Talida hat sie erstmal hingelegt und pennt. Ich wollte auch gerade sagen, übernehmt ihr mal das, ich bin erschöpft. Hier oben ist auch nichts. Das ist merkwürdig, eigentlich müsste hier in der Truhe was sein. ich werde mal ganz kurz einfach die Sachen hier in die Truhe ziehen, damit ihr die Haupt... Eigentlich sollten die da drin sein, ich weiß nicht, warum die nicht abgespeichert wurden. So, jetzt hat... Jetzt könnt ihr in die Truhe gehen. Oh, ich gehe mal zu dieser Truhe dort. Ja, die Truhe sieht ganz fantastisch aus. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr das Zeug nicht findet. Hier ist ein Besen drin. Ja. Geil. Haltet ihr mal. Nehmt mal mit diesem Stock hier. So, hier kann ich auch immer sehen, was Talida gerade zum Beispiel hat. Sie besitzt einen kleinen Heiltrank, eine Schriftrolle der Wiederbelebung und einen Rucksack. Und nun einen Holzstab mit einem besonderen Zauber, nämlich der 8 bis 10 Feuerschaden macht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wer hat noch was? Habt ihr jetzt aufgeteilt alles? Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Fleischhauer. Ich weiß noch nicht, was es soll. Normalerweise schwinge ich das Metzgerbeil, aber ich habe einen Besen. Du räumst hinter uns auf. Sehr schön. Ja, dann, was macht ihr? Seid ihr ausgerüstet? Ja, so. Hier, wo ungefähr hier, Miss Krümmel, wo habt ihr denn ungefähr den Rucksack verloren? Naja, im Wald, ne? Guckt einfach mal. Wieso werde ich jetzt hier eigentlich nicht? Wer ist das hier? Wen habe ich denn da jetzt? Ach, doch, Krümmel habe ich ausgewählt. Wieso reagiert die denn jetzt gerade nicht? Das ist ja merkwürdig. Ach so, ich muss pieten. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen neu in diesem Spielleitermodus. Das ist gar nicht so einfach hier. Ich muss mir ganz schön viel aneignen. So, jetzt also. Also, mein Rucksack, den habe ich irgendwo im Wald verloren. Außerdem brauche ich auch noch Fleisch. Ich würde nämlich Chili con Carne machen, wenn euch das genehm ist. Habt ihr Lust auf Chili con Carne? Im Rucksack habe ich nämlich schön Chilis. Und Kartoffeln. Wenn du damit einverstanden bist, dass ich Blähung kriege? Das ist kein Problem. Wir sind hier in Open Air. Da geht's sowas. Ich krieg von Kidneybohnen immer Blähungen. Ja. Jedenfalls, geht einfach in den Wald und guckt mal, ob ihr auch noch neben dem Rucksack auch noch irgendwas jagen könnt, vielleicht. Hier oder dort. Hat das auch deine Waffe verloren? Das Tier, das sich von meinem Besen niederschlagen lässt, hat es aber auch verdient, gegessen zu werden. Das stimmt allerdings. Ja, so. Die Helden begeben sich also auf die Reise. Oh, ein paar Hunde. Ob man die streicheln kann. Dann wirfst du sie mit Milch, vielleicht sind sie laktoseintolerant. Laktoseintolerante, Wölfe. Aber hey, ich sehe da hinten was schimmern im Gras da. Das sieht nach. Was sieht denn da hinten? Sieht da einem Rucksack aus. Und die Typen, also ich weiß nicht, die sehen. Hi. Oh. Die sehen ziemlich schlecht gelaunt aus. Ja. Genau. Entschuldigung. Das ist also unser erster. Na, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich die richtigen beherrsche. So. Das ist unser erster Kampf. Und der Kampf funktioniert so, das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz für die dabei sind, dass wir nacheinander ziehen und ich werde immer die Creeps oder die NPCs steuern. Das heißt also, das ist jetzt nach dem Regelwerk der Divinity Engine im Endeffekt. Und ich glaube, Jesse ist als Erste dran. Na super. Genau, die Wölfe sind übrigens natürlich, ne, El Volvo und Game Wolf. Ey, wieso kann ich die jetzt nicht beherrschen? Wieso greift der automatisch an? Das ist doch nicht so, wie ich das haben möchte. Tierische Instinkte entziehen sich deiner Kontrolle. Bitte was? Tierische Instinkte entziehen sich deiner Kontrolle. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe aus Versehen gerade auf Jesse geklickt, aber das ist ja auch okay. Also die Wölfe, die sind mir definitiv zu nah. Dann. Bam! So, da hast du. So. Und ich ermutige euch noch. Das ist ganz gut. Damit kriegt ihr dann ein bisschen Leben auch wieder. Aber die Wölfe sind tatsächlich nicht unter meiner Kontrolle. Wieso nicht? Ich habe doch extra beherrschen gedrückt. Das hat doch bei uns vorhin geklappt. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwie das Falsche ausgewählt habe. Wen beherrsche ich denn jetzt? Ich beherrsche immer noch Krümel. So.
So, komm her, garstiger Wolk, und lass mich mit dir den Boden aufwischen. Richtig so hart auf! So, ich glaube, genau, jetzt ist Pavel, jetzt sehe ich auch mal die Kampfanzeige endlich. Es funktioniert alles etwas besser. Ich muss mich noch ein bisschen einfinden, wie gesagt. So, Jesse, ich glaube, du bist dran. Dir geht's gar nicht so gut. Ja. Ich glaube, mit meinem Taschenmesser kann ich da nicht mehr viel anrichten. Oh, oh. Au. Aber die greifen immer noch automatisch an. Das ist irgendwie total merkwürdig. Ich glaube, ich habe einen Wolf nur unter Kontrolle. Naja, das werden wir dann sehen. Ja, mach mal, Ja. Da war es auch schon um Jesse geschehen. Jesse hat zu viel mit El Volvo und Game Wolf gespielt. Ich habe halt ein Herz für Tiere und ich dachte, sie wären freundlich. Ja. Oh gut, ja, was sind da für Bestien? So viel Blut, ich glaube, wir können Blutsuppe machen. Jetzt tatsächlich habe ich mal den Wolf unter Kontrolle. Das heißt, ich muss die Viecher immer anwählen, bevor sie irgendwie unterwegs sind. Das ist doch ganz gut. Pass auf, der Wolf, der zieht sie jetzt ein bisschen zurück. Oh, der Bloodwolf, nee, Pavel hat mal schön daneben geschlagen mit seinem Besen. Dem geht's nicht so gut. Der gibt sich mal hier in Sicherheit. Wie, so. Ich schon wieder, oder was? Ja. Jetzt hier, musst du überlegen, was du tust. Die Wölfe flankieren euch gerade. Ich kümmere mich mal um den hier. Ja. Tja. Schick wie... Oh, hast du eine Brille zu Hause vergessen? Doch noch was gemacht. So, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Jesse wiederzubeleben mit eurer Scroll, ne? Das ist euch klar. Bam. So. So, dann versuche ich den mal umzuklatschen. Oh. Oh, er ist verbrannt. El Volvo gibt's nicht mehr. El Volvo gehört der Vergangenheit an. So schade aber auch. So. Talida guckt noch, auf was sie zielt. Ich lebe. Ach so, Talida hat jetzt gerade Jesse wiederbelebt. Aber mit 6 Energie hast du ja nicht mehr allzu viel. Jetzt schon gut geschlafen. So, Pavel, hast du deinen Besen mal angespitzt oder was machst du? Nicht mit dem Besen, mir ist das Schreien zumute. Es gibt Wolfsteak. Au! Ach. Na, Jesse haut gleich wieder drauf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Na, geht leider nicht. Wie geht leider nicht? Ist zu weit entfernt. Ich bin zu weit entfernt, ich stehe auch direkt neben dir. Ist trotzdem zu weit entfernt. Okay. Und dann, was machst du dann? Hast du noch eine andere Möglichkeit, oder? Hast du noch ein bisschen weiter entfernt. haut lieber noch ein bisschen ab. Ich bin ja, zu lauf schwach. Weg, halt lauf auf. Weg, Jesse, ich bin lauf. Ein kleines, schwaches Mädchen. Ich nimm den Rucksack und hau ab. Hauptsache, du hast was zu essen. Ja, das kannst du essen für mich. Okay, du musst irgendwie entweder deinen Zug beenden oder irgendwas anderes machen. Jesse. Ja. Okay, so. Los, Piffy, sei brav. Au! Ah, der haut immer mit seinem Besen daneben. Jetzt sind die Borsten einfach zu weich. So, ihr blutet ganz gut, ey. Besen ist auch keine Waffe, verdammt. Blotti, du bist dran. Oh, verdammt, ich kann kein Blut sehen, so ein Scheiß. Der Sanitäter kippt um, er ist bewusstlos. Oh, mach doch mal ab hier. Ich kriege das ja hin. Au! Du bist immer noch dran, oder? Ja, genau. Ihr müsst mal gucken, ne? Ihr versteht es ja. Ihr habt ja alle eigentlich schon das Spiel gespielt. Unten eure Aktionspunkte. Falls ihr noch welche übrig habt, könnt ihr auch zweimal angreifen. Ich kann mich nirgendwo hinbewegen. Der Wolf hat sonst einen Gelegenheitsangriff. Du kannst aber auch aus der Nähe zaubern. Ja, aber er steht halt direkt vor mir. Könnt ihr auch ein bisschen weglaufen. So, wenn... Und nochmal drauf.
Wenn Pavel jetzt... Oh, was? Talida ist eine Berserkerin. Einfach umgeklatscht. Game Wolf gehört auch der Vergangenheit an. El Volvo und Game Wolf sind gestorben. Aber unsere Helden haben einen Rucksack bekommen. Den könnt ihr jetzt natürlich aufsammeln. Nimm mal den Rucksack und bringt ihn der Krümel. Über die Ohren ziehen. So, ich gebe euch den Rucksack. Ja. Nehmt den Rucksack und bringt ihn der Krümel. Ich mopp mir hier das Blut auf. Mit dem Besen, ja genau. So, Jesse hat den Rucksack. Okay. Stelle gerade fest, zum Mobben brauche ich einen Feudel. Oh, ihr habt meinen Rucksack gefunden, das ist ja toll. Dann gebt mal her. Das war aber ganz schön gefährlich, du. Ja, ich sag ja, was meinst du? Ich meine, wenn es nicht gefährlich gewesen wäre, wäre ich ja selber hingegangen und hätte ihn geholt. Jetzt brauche ich aber noch irgendwie Fleisch oder sowas. Haben die Wölfe nichts abgeschmissen? Oh, das ist aber nett. Das nehme ich alles mit. So, so, so. Endlich meine Chilis und so. Wie kann ich den Rucksack eigentlich ganz aufnehmen? Rechtsklick. Aufheben. So, zack. Gut, ich bereite schon mal vor. Ihr holt dann Fleisch. Ich hätte ja ganz gern Wildschwein. Auch noch Ansprüche stellen. Ja, hätte ich mal vernünftiges Bayern statt ein Besen, hätte ich dir auch Wolfshack bringen können. Ja, so. Ihr seid wieder. Naja, gut. Boah, diese Bogenschützen immer so nervös. In der Ferne hört ihr ein leichtes... Ich glaube, Katka hat auch Hunger. Guck mal, ihr wollt gewühlt. Ja, ist doch auch ein Bad. Ach, jemine. Oh. Geh mal vor, Bogenschütze. Was? Geh mal vor, Bogenschütze? Du hast da was missverstanden. So. Mal gucken, ob ich das diesmal richtig hinkriege. Ah, das sieht ganz gut aus. Ach so. Okay. Also, ich bin dran, glaube ich, ne? So. Oh, ich habe keine AP mehr. Das ist ja gut. Ja. Genau zwischen die Augen. Das war ganz schöner Quieker gerade. Jetzt diesmal funktioniert das irgendwie auch. Der ist erstmal panisch weggerannt. Warte mal, wo läuft der eigentlich hin? Das war gar nicht so geplant, verdammte Scheiße. Das Tier ist panisch. Ja, das ist echt panisch. So, Jungs und Mädels. Wir schaffen das. Yes, we can. Habt ihr jetzt alle Tränke genommen oder sowas? Nur ich. Ah, und okay. Mann, jetzt habe ich schon mit dem Besen auf den Wolf eingedroschen. Ich hoffe, das hält jetzt noch. Der Besen ist... du verfehlst bloß die ganze Zeit. Ich habe meine Brille halt zu Hause vergessen. Hast du eigentlich schon mal getroffen mit dem Besen? Das ist... Ich glaube, ich muss mal ganz kurz das Wildschwein nochmal einstellen. Dann musst du den Tiere größer machen, damit man sie besser... Boah, der Pavel hat mich mit seinem Besen geschlagen. Klar, bevor mein Schnitzel ist, muss man es erstmal weichklopfen. Boah. Ballistischer Schuss, ey. Nicht schlecht. So, ihr habt die Rüstung habt ihr schon mal weg von dem Keiler, oder? Nee, noch nicht ganz. So. Der ist immer noch panisch. Er weiß nicht, was er machen soll. Ihr erinnert ihn an Asterix und Obelix. Hast du gesagt, ich bin dick?
Ah, sieht gut aus. Der hatte immer diese Gelegenheitsangriffe. Ja, so ein Weichköpfen war angesagt. Ja. Do it. Boah, 14! Was? Ich hab schlechte Laune, ich muss einen Besen kämpfen, okay? Der ist ja gleich weg hier, der Keiler. Also wenn der Pavel trifft, ne? Wie geil ist das denn? Du hast ein Wildschwein niedergeschlagen, Jesse. Da kannst du mal stolz sein auf dich. Ich glaube, der ist ja tot. Aber nein, ein HP. Echt? Das stimmt, ein einziges HP noch. Ist ja geil. Aber jetzt. LOL! Sie haben meinen. Jetzt komme ich aber im Schweinsgalopp hier, warte mal.